Eine Explosion in einem Ferienhaus hat auf Rügen einen millionenschweren Schaden verursacht. Bis auf die Grundmauern ist von dem Haus selbst nichts mehr über. Nach ersten Erkenntnissen explodierte vermutlich eine Gasheizung. Das Feuer danach ging auf zwei weitere Häuser über. Ein redgedecktes Haus stand innerhalb von Minuten komplett in Flammen. Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass es erst vor kurzer Zeit Arbeiten an der Gasleitung und am Gaszähler des Ferienhauses gegeben haben soll, in dem es zur Explosion kam. Trotz des Ausmaßes wurde zum Glück niemand verletzt. Und wir schauen nach Rügen, uns von dort aus zugeschaltet, Stefan Tretrop. Stefan, wir haben es gerade schon gesagt, es wird vermutet, dass eine Gasleitung oder Gas dafür verantwortlich sein könnte. Hat sich das inzwischen erhärtet? Also das ist tatsächlich auch der letzte Stand, den ich noch hier habe. Also die Polizei geht davon aus, dass ein Defekt an einer Gasheizung zu dieser Detonation geführt hat. Das war ja eine unbewohnte Ferienwohnung, die daraufhin explodiert ist. Also das ist auch der aktuelle Stand, den ich hier habe, ja. Wie geht es denn in der Sache jetzt weiter? Weil man hat ja gehört, dass nicht nur das eigentliche Haus in Mitleidenschaft bzw. komplett zerstört wurde, sondern das Feuer auf zwei weitere Häuser übergriff. Man redet von einem Millionenschaden. Was passiert denn jetzt? Ja, also es gab ja heute Morgen 6:30 diese furchtbare Detonation. Daraufhin ist das Feuer auch auf zwei angrenzende Ferienhäuser bzw. Wohnhäuser übergegriffen. Und ich habe mit Anwohnern gesprochen und die haben geschildert, dass sie zwei Personen noch aus dem einen Haus, was angefangen hat zu brennen, retten konnten. Das klang alles ziemlich dramatisch. Und wie der aktuelle Stand der Löscharbeiten hier ist, das würde ich direkt mal den Kreiswehrführer des Landkreises Vorpommern-Rügen, Kai Mittelbach, fragen, den ich einmal zu mir führen darf. Hallo Herr Mittelbach, komme ich noch ein Stück dichter ran? Ja, beschreiben Sie mal, wie ist aktuell die Lage? Es wird noch gelöscht im Hintergrund. Beschreiben Sie mal, was passiert hier jetzt? Ja, aktuell löschen wir noch. Wir sind mit 60 ehrenamtlichen Kameraden noch im Einsatz, die hier die Baustelle aufräumen oder die Einsatzstelle aufräumen. Im Moment wird das eine Haus, was noch gebrannt hat, auch ein bisschen beräumt. Da ist Red drauf gewesen. Das muss abgelöscht werden. Das muss alles einzeln runtergenommen werden. Wie hat sich das Bild für Sie hier dargestellt, als Sie an der Einsatzstelle angekommen sind? Weil das sieht ja hier furchtbar aus, wenn man ehrlich ist. Ja, das sagt das Wort schon furchtbar. Es sah wirklich aus wie nach einem Trümmereinschlag. Das ist eine Einsatzstelle, die man selten so sieht. Das Haus ist gar nicht mehr als durch solches Haus zu erkennen, sondern es ist einfach nur noch ein Trümmerfeld ringsherum. Die Teile sind bis zu 350 Meter geflogen. Genau, also 15 Häuser sind ja insgesamt betroffen, zwei Pkw, die hier auch kaputt sind. Wie sieht es drumherum aus? Hier stecken ja auch Teile teilweise in Hauswänden. Also es sind 18 Häuser betroffen, ich sag mal zerborstene Fenster, zerborstene Türen, Dächer, die abgeflogen sind. Wenn man hier das Haus sieht, da ist komplett die Fassade von der Seite defekt. Im Moment sind wir dabei, mal die Schäden ein bisschen aufzunehmen, die Leute zu betreuen, die in den Häusern waren, auch in den Umgebungshäusern, die durch den Knall natürlich alle unter Schock stehen. Man sieht hier hinter uns die Einsatzstelle noch, die Kameraden löschen aktuell noch. Was glauben Sie, wie lange wird das hier noch dauern insgesamt? Ja, die Restlöscharbeiten werden schon noch 4-5 Stunden dauern. Wir müssen jetzt unter die Platten kommen, unter an die Brandherde rankommen, um das Feuer auch auszukriegen. Dauerhaft auszukriegen. Noch ganz kurz, haben Sie einen solchen Einsatz schon mal erlebt in dieser Dynamik auch und wie schwer das hier sozusagen vor Ort ist? Ja, ich habe solche Einsätze schon erlebt, aber das ist schon wirklich ein sehr schwerer Einsatz, ein schlimmer Einsatz. Das Gute an dem Einsatz ist, wir haben keine verletzten Personen, wir haben keine Toten, das ist das Wichtige. Genau, ist das Kai Mittelbach, Dankeschön, alles Gute weiterhin. Ja, und Herr Mittelbach hat es angesprochen, das Allerwichtigste ist, es gibt hier keine Verletzten, keine Toten und das grenzt tatsächlich an ein Wunder. Sagt Stefan Tretrop in Puttgarten auf Rügen. Recht vielen Dank für diese Erkenntnisse, für diese Einordnung. Dankeschön. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.